Servus und herzlich willkommen auf meinem Kanal ATV Nation Germany. Wenn ihr es auch satt seid, euch sündhaft teure Suzuki Jimmys oder Co. für den Winterdienst zu kaufen, dann bleibt bei diesem Video auf jeden Fall am Ball. Denn wir, die Firma Brunner Jürgen GmbH und Co. KG in Augsburg, haben hier die perfekten Lösungen. Zum Beispiel ein ATV oder ein bisschen größer ein UTV. Kleiner Preis, geile Performance. Mehr erfahrt ihr wie immer nach dem Intro. Firma Brunner Jürgen GmbH und Co. KG für nicht nur diese krassen Offroad-Geräte. Nein, wir haben auch noch das komplette Programm vom Stiel im Haus, von der Akku-Kettensäge bis zum Hochdruckreiniger. Denn wir sind ein Partner für alles. Hierfür hat mir heute auch ein Hausmeister, der wo Kunde bei uns ist, mal seinen Suzuki Jimmy hergestellt, dass ich denn das Ganze auch mal ein bisschen publik machen kann. Ja. Ein gutes Fahrzeug, eigentlich das Nonplusultra, so wie es ich mitbekommen habe, für jeden Hausmeister, für jeden Jäger, der Suzuki Jimmy. Mittlerweile ist es vom Preis her eine Hausnummer, wo man sich schon überlegen muss, ob man sich so ein Fahrzeug für den Winterdienst tatsächlich zulegt. Wir sind hier weit über 50.000 Euro mit Schneeschild und Salzstreuer. Ich glaube, da sind wir sogar knapp bei 70.000, 80.000 Euro mittlerweile schon. Und das, liebe Leute, nur für den Winterdienst. Das bedeutet, die Maschinen halten im Schnitt maximal 10 Jahre. Auch ein Suzuki Jimmy rostet dir unter den Arsch weg und kostet ein halbes Vermögen in der Werkstatt. Deswegen haben wir als Brunner Jürgen GmbH und Co. KG uns die Aufgabe gemacht, für euch, liebe Hausmeister, Winterdienstfahrer und Co., richtig geile Fahrzeuge zu bauen. Wie zum Beispiel hier mit einem ATV mit einem ordentlichen Umbau. Wir haben hier als Grundbasismodell eine Longqing 700 Kubik Maschine hergenommen, und zwar die X-Wolf. Das ist aber mit jeder anderen Maschine, was bei uns im Laden steht, auch möglich. Was haben wir getan? Vorne ein vernünftiges Schneeschild mit 137 cm Breite, bewegbar mit der Seilwinde hoch und runter, Arbeitsscheinwerfer, einen Lehner Salzstreuer, hier zumindest das Bedienelement. Zum Rest kommen wir nach hinten, ordentliche Griffheizung, Sitzheizung natürlich mit drinnen und das Kernstück der Lehner Polaro 70 Salzstreuer, der ideale Salzstreuer für jeden Hausmeister. Also liebe Community, wie ihr sehen könnt, ist das hier das perfekte Winterdienstfahrzeug für kleinere Anlagen, mittelgroße Anlagen und natürlich Gehwege. Woher nehme ich mir aber die Expertise zu sagen, das ist echt geiler Scheiß zum Arbeiten? Ja, wir haben jahrelang selbst Anlagen geräumt und jahrelang den Winterdienst bei vielen verschiedenen Hausverwaltungen gemacht. Ja, dieses Fahrzeug ist meine Empfehlung für mittelgroße Anlagen bis größere Anlagen und vor allem für den Gehweg. Mit 1,37 Meter Breite, was wir hier vom Schneeschild haben, 1,20 Meter Breite vom Fahrzeug, das Ganze schräg gestellt, ganz einfach über den Hebel, und schon können wir ohne Probleme unser Gehweg räumen. Für die größeren Anlagen haben wir natürlich auch das passende Fahrzeug für euch. Zum Beispiel ein UTV, hier das Basisfahrzeug, die Segway Fackelmann UT10, 1000 Kubik. Und ordentlich Ausstattung. Sie hat bekommen ein Schneeschild, sie hat eine Vollkabine bekommen mit Heizung, Arbeitsscheinwerfer für vorne, Rundumleuchte und natürlich zwei Arbeitsscheinwerfer für hinten. Egal ob kleine Anlagen, große Anlagen, Riesenparkplätze oder ganz einfach Fußwege und Hofeinfahrten. Wir als Brunner Jürgen GmbH und Co. KG in Augsburg haben für euch das passende Fahrzeug. Ich hätte euch jetzt noch ganz kurz gesagt,
ein paar kleine Vorteile. Den Preisvorteil wissen wir ja schon. Und übrigens, bei so einem Fahrzeug seid ihr noch nicht mal bei 40.000 Euro in der absoluten Vollausstattung. Hier sind wir jetzt bei dem Basisfahrzeug bei ca. 25.000 Euro mit der Kabine und in dieser Ausstattungsvariante, wie wir es dastehen haben, knapp bei 27.000, 28.000 Euro. Ihr seht selber, wir haben noch extrem viel Luft bis zu unserem Prestige-Modell Suzuki Jimny. Ich hätte gesagt, im nächsten Step zeige ich euch ein paar Vorteile dieser Maschine in Action. Schnee haben wir leider noch nicht. Aber ich kann euch dennoch den ein oder anderen Kniff zeigen. Let's go! Angefangen beim ATV, ihr seht es selber, zack, man ist auf der Maschine drauf und kann direkt loslegen. Dann, wenn ich hier mal ordentlich drauf sitze, ich habe einen Lenker, eine sehr aufrechte Sitzposition, sehe da vorne mein Schneeschild ohne Probleme und das könnt ihr mir alle schwören, in einem Suzuki Jimny, Nissan, Pajero oder Co., ihr seht einen absoluten Scheißdreck. Hier sehe ich meinen Schneeschild vorne und kann auch schnell agieren. Falls es mal eine bisschen heiklere Situation wird, stehe ich hier einfach auf, kann direkt vor mein Fahrzeug schauen, habe alles im Blick und es passiert nicht, wie es öfters passiert bei meinen lieben Hausmeistern, dass man mal ein parkendes Auto touchiert. Wenn wir weiter gucken, wir haben hier die Bedienung vom Salzstreuer, alles erreichbar, ich komme schnell hin, muss hier nicht mal die Hand vom Gas runternehmen, kann mir den Salzstreuer anschalten, kann mir hier die verschiedenen Geschwindigkeiten, den Rüttler, alles ordentlich einstellen und das sehr, sehr flexibel. Jetzt habt ihr recht auf einer Seite und zwar, so ein ATV hat natürlich kein Dach. Bitte haut es mal in die Kommentare, was da eure Meinung ist. Macht es Sinn oder macht es nicht Sinn? Hat der Junge irgendwo ein bisschen Ahnung oder hat er überhaupt keinen Stoß von dem, was er labert? Ich persönlich fand zumindest auf dem ATV mit vernünftigen Klamotten, das ist die Grundvoraussetzung und da darf man nochmal 500 Euro ausgeben für einen vernünftigen Helm, vernünftige Jacke, gute Handschuhe, gute Hose und gute Schuhe. Aber wir sind hier flexibel und es kann ein Mensch alleine mit der Maschine umgehen. Das zeige ich euch jetzt, wenn wir jetzt hier zum Beispiel auch Salz auffüllen müssen. Hier hinten mit dem Lehner Polaro, meines Erachtens einer der besten Salzstreuer, was es auf dem Markt gibt, mache ich das Ganze hier geschwind auf, schmeiße meine Säcke hier rein, da ich mache sogar symbolisch den Sack schultern und kriege hier auch 320 Liter Säcke ohne Probleme mit rein. Ja, das Ganze wieder zugemacht, aufgefüllt, wieder auf die Maschine drauf. Und weiter geht's. Wie ihr sehen könnt, ich kann das Fahrzeug auch hier nur mit dem Knie auf der Sitzbank mal schnell bewegen und von Wohnanlage zu Wohnanlage zwischen den Garagen. Hier an der Seite haben die meisten Hausmeister bei mir noch eine Schneeschaufel. Zack, ihr seht es selber. Ich bin hier runter, Schneeschaufel nehmen, schnell wegschippen. Wieder auf die Seite, Schneeschaufel hier, wieder drauf und weiter geht's zur nächsten Anlage. Beim Suzuki Jimny schaut es in etwa so aus. Also ich glaube, ich brauche mich da jetzt nicht noch mal reinsitzen, dass ihr versteht, dass das einfach viel, viel mehr Zeit ist. Schneeräumen macht sowieso keinen Spaß, das will man schnell hinter sich haben. Mit einem ATV bist du um einiges schneller. Jetzt zeige ich euch noch den Vorteil eines UTVs. Dazu gehen wir jetzt mal zur Fackelmann rüber. Zack, schaut mal, liebe Leute. Kein blödes Hin und Her, ich komme hier ohne Probleme rein und auch wieder raus. Ah, war verkehrt, gell? Und ich möchte euch zeigen, wie viel Platz man in so einem Fahrzeug hat. Erstens sind wir hier genauso wie im Suzuki Jimny von außen geschützt durch eine Kabine. Haben hier unten eine schöne Heizung mit drinnen, die wir uns anmachen können, wo das Fahrzeug mit der fahrzeugeigenen Kühlflüssigkeit auch aufgeheizt wird. Scheibenwischer, natürlich unsere ganzen Schaltinstrumente für Arbeitsscheinwerfer und Co. Und wenn man das Ganze hier drinnen mal anschaut, da haben wir keinen Stoff. Wir haben die Sitzbeschichtung Gore-Tex ähnlich beschichtet, dann alles hier aus Kunststoff und das Obergeile
Wir haben hier Ablauflöcher mit drinnen, sodass ihr das Fahrzeug auch nach einem ordentlich salzigen Tag auch ohne Probleme mal innen drin schnell rausspritzen könnt. Das, liebe Leute, ist generell der Vorteil an so einem Fahrzeug. Salz, ihr wisst es selber, kommt überall hin. Und bei diesem Fahrzeug kommst du auch überall hin zum Reinigen. Ob du das machst oder nicht machst, ist natürlich deine Sache, aber man merkt, diese Fahrzeuge sind dafür ausgelegt, damit zu arbeiten. Gut, natürlich hat so ein UTV auch im Gegensatz zu einem Suzuki Jimny auch einen Nachteil. Er ist deutlich lauter und ab circa Tempo 80 hat der Suzuki eindeutig die Nase vorn. Aber wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, liebe Community, wer braucht im Winterdienst ein Fahrzeug, was 80 km/h fährt? Ich brauche es nicht, weil mit 80 Räumen habe ich bis jetzt auch noch nicht geschafft. Ja, nichtsdestotrotz zeige ich euch jetzt mal diese krasse Beleuchtungseinheit an diesem Fahrzeug, wenn ich es mal anschalte. Rundum Warnleuchte, Arbeitsscheinwerfer vorne, Arbeitsscheinwerfer hinten. Kameramann geht für euch raus und nimmt diese Aufnahme auf. Also liebe Community, wie ihr sehen könnt, haben wir uns als Brunner Jürgen GmbH und Co. KG einen riesen Kopf gemacht, wie wir für euch ein Partner an eurer Seite werden. Egal ob Gartengeräte, Quads, ATVs, Zweiräder oder diverse Umbauten an euren Fahrzeugen wie dem ATV oder dem UTV, sind wir für euch in Augsburg genau die richtige Anlaufstelle. Ich hätte gesagt, mehr Infos unter www.brunnergarten.de. Schreibt eine E-Mail, ruft uns an, kommt vorbei, schaut euch die Fahrzeuge an und lebt von unserer Expertise. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Mal. Haut rein! So, dann stützen wir jetzt da ab. Das ist ganz schön eingewachsen. Mhm. Da hinten schräg. Als Firma Brunner Jürgen GmbH und Co. KG führen nicht nur diese krassen Offroad-Geräte. Nein, wir haben auch noch das komplette Programm vom Stiel im Haus, von der Akku-Kettensäge bis zum Hochdruckreiniger. Denn wir sind ein Partner für alles. Für euch, nochmal, das ist dumm, Markus. Ich hätte jetzt nochmal. Nochmal von vorne. Ja, ich habe es verstanden, aber es hat mich gerade gekickt.